Mann, liebe Freunde, willkommen zurück zu Lernen durch Schmerz mit Extensions. Ja! Ich habe einen ersten Sieg. Ja! 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 Oh, was haben wir hier? Nee, das ist hier immer neu. Ah, damit können wir nicht starten. Okay, und jetzt. Scheiße. So! Ich bin soweit. Oh mein Gott, ich glaube, wir hatten einen verdammt guten Start. Nee, über Erwiden. Ich guck mal, meine Mulligans, ich bin auf 6 Karten. Ja, komm, du hast 6 Karten auf der Hand. Komm. Ja, dir mag das vielleicht nicht wild erscheinen, aber es ist wild. Ja, das weiß ich doch nicht. Oh nein, der spielt rot. Ach komm. Sag mal, kopierst du jetzt meine Züge von vorhin? Also. Nee, garantiert nicht. Hey! Das finde ich jetzt dreist. Warum nicht? Weil ich kein rot-grünes Deck mehr habe. Was? Aber es ist rot, wie ich sehe. Ziemlich rot bisher. Ja, ist so ein bisschen rot. Ganz, ganz wenig. Was ist jetzt passiert? Nicht mitgekriegt. Ich habe Krenkos Befehl gespielt, mir 2 Kobolds geholt. Dadurch bekommt er +2/+2. Ja, +2/+2/0, so. 1/0/1/0, so meine ich. Beide ja, aber ich kann nichts machen. Und Attacke. Kommt jetzt ungehindert durch. Aber, guck mal, ich hab. Ich weiß nicht. Lustig, ne? Hey, kenn ich. Wer kopiert hier wem? Was? Was? So muss ich nie tun. Ich hab gerade überlegt. Ich dachte nämlich 3 Karten auf dein Tisch spielen konnte. Und was? Ja. Da dachte ich mir, komm. Eine Karte bringt nämlich nichts. 3 Karten auf der Hand. Haben extrem viel Mana. Ich glaube, du hast ein kleines Rush-Deck, oder? Ich denke, man kann es auch rushig spielen, ja. Es hat aber schon irgendwo noch so einen kleinen... Es stockt teilweise. So? Okay. So, nein. Verdammt! Ach komm! Ach komm, das ist jetzt unfair. Nee, aber sowas will ich da nicht liegen haben. Was? Ja, das bringt doch nichts. Was? Also mir bringt das was. Ich weiß ja nicht, ob es dir was bringt, aber... Ach komm. Boah, jetzt muss ich überlegen, ob ich die jetzt durchlasse oder nicht. Was meint denn der Profi? Was meint der Profi denn? Der Profi würde schätzen, dass er das aus Absicht macht, denn der andere wird aufgepumpt von Kreaturen, die er kriegt, behält aber die 1 hinten. Das heißt, deine kleinen Tokens sind eine Riesengefahr, um einfach eine richtige Karte aus dem Spiel rauszunehmen. Wenn du aber die Tokens durchlässt, dann bist du weiterhin von den Lebenspunkten im Nachteil. Kannst aber im Laufe des Spiels das natürlich ausgleichen. Ich würde eventuell nicht blocken. Wenn ich noch genug Mana nachziehe. Ich sag mal so, ich hoffe, dass du blockst. Nein. So. Nein, weil dein 1-1er-Token, der nichts wert ist, ist eine Gefahr für meinen 1-1er, der was wert ist. Das ist das Ding hier gerade. Ach, komm schon. Guck mal, ich bring da noch jemanden vorbei. Ah, von dem habe ich mal gehört. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du keinen Schock auf der Hand hast. Zum einen kann ich mal vorschicken. Hallo sagen, weißt du? Ja, absolut. So. Hi, ich bin ein Goblin, ich möchte wehtun. Ja, das wollen die öfter, die Fiesen. Echt? Ja. Ach komm schon! Was denn? Mann! Lass mir doch mal wenigstens eine 2-2-Karte da liegen. Nein, das ist, ich finde die nicht höflich. Was? Was? Also, ist das ein monorotes Deck? Das ist ein monorotes, ja. Okay. Ach nö, was ist das jetzt schon wieder? Irgendwas Blitzendes. Ja, wenn ich mit Kicker spiele, bekommen alle Kreaturen +1/+0 und Haste. Ja, ich sehe. Und deswegen spiele ich den nochmal mit ja, Kicker. Ja.
Mein Freund, das finde ich jetzt aber unhöflich. Das ist unhöflich, absolut. Ja, das finde ich jetzt unhöflich. So, scheiße. Nur ein Blocken. Ach, warum denn? Warum denn? Den würde ich nicht blocken, oder? Ich würde Nein. natürlich ordentlich Damage durchkriegen, wenn ich mit ihm angreife, aber ich möchte es irgendwie nicht. Was? Warte mal eben, wieso blocke ich den? Ich bin doof. Den mit der, Ja! Mann! Ja, das ist definitiv eine bessere Wahl. Aber ich glaube, ich verliere. Weil ich einfach kein Mana nachziehe. Mit drei Mana ist meine Hand schlecht. Ja, 3 Mana ist wenig, das stimmt. Wenn du da nicht so ein Token oder Haste-Deck hast, dann ist das zu wenig. Aber ja. Wenn ich nächste Runde noch zum Angreifen komme, kannst du wenigstens zwei Schaden nicht verhindern. Nein. Greife nicht an. Oh, sehr schön. Also ich habe so wundervolle Karten auf der Hand, aber die kosten so zum Beispiel, warte, 5 Mana, 7 Mana, 7 Mana. Oh! Hey! Was man nicht sagt. Na also. Aber ich muss jetzt leider dich dir ein bisschen, ja, sagen. Ich mag den da Hunt nicht. the Week. Ich mag den da nicht so gerne. Kann ich verstehen. Deswegen, und da du den eh nicht blocken kannst. Ja. Schöner Schachzug, Madame. Das war so eine der Karten, die ich nicht spielen konnte, weil mir ein Mana gefehlt hat. Eins. So, jetzt nimmt er gleich die Bonuskosten wahrscheinlich noch. Die kann Oder? man nur einmal spielen, wenn die ins Spiel kommen. So, Obst. Das wäre cool, wenn man die immer wieder aktivieren könnte. Aber, oder? Das war's. Die sind alle 1-1 und können nichts mehr. Ich mag den trotzdem nicht. Ich muss den blocken, weil ich habe zu wenig Lebenspunkte und ich muss ein bisschen überleben noch. Ein ganz kleines bisschen. Ja, für mich Das hat ist alles andere keinen nicht. Sinn gemacht, weil ich kann deinen eh nicht blocken. Warum soll ich da meine Kreaturen zu Hause lassen? Das ist Das wirklich Hunt nicht the das. Week war ganz gut. Jetzt heul dir nicht rum. Ja, Warum noch doch. ein Hunt the Week? Ich glaub's ja nicht. Deswegen habe ich gerade. Deswegen habe ich rumgeheult. Weil ich das auf einen Token spielen musste. Ja gut, aber aktuell kommt's dir sehr gelegen. Hey, aber ich weiß ja nicht, du hast dafür wie viel Mana? Fünf? Ich habe vier. Brauche noch ein paar Mana. Naja, jetzt kommt nochmal ein Was mache ich ganz, wieder? ganz fieser Schlingel. Wirbeltreiber. Andere Goblin-Kreaturen erreichen jeden Zug an Verzweiflung. Ach, das, auch das. Oh. Das ist ein ganz, ganz fieser Lümmel, aber der gehört einfach in jedes Gobo-Deck. Ja, den habe ich nicht, glaube ich. Aber du hast natürlich jetzt auch mehr oder weniger den Nachteil, du musst jetzt hier die Runde angreifen. Genau. Eieieiei. So wenig Mana und ich krieg natürlich immer noch keinen Mana. Wieso sollte ich Mana bekommen? Ich weiß nicht, dann könntest du vielleicht was spielen. Oh, das war der Ja. grüne Pusher, oder? Ja. Ah, der Aber der. Beast, genau, der Ja, aber Beast-Pusher. der kann leider. Also. Du hast kein Beast. Ja. Naja, doch, ich bin eins, aber nur wenn ich jetzt verliere, weil ich kein Mana habe, dann Du schlage ich dieses Beast. Spiel und deinstalliere es. Oh. Ob ich Magic deinstallieren würde. Würde ich ja Karis traurig machen und dich und aber dann. Nur ein Block. Ah, ich bin tot. Ich bin Absolut. tot. Ich bin tot. Egal, wen ich jetzt bin, ich bin tot. Absolut. Der gefällt mir immer noch nicht, also. Ah, ist eine schöne Karte. Aber ich habe dir auch Schaden gemacht. Ja, absolut. Ich war ziemlich weit unten, also
Ohne den Pöbler jetzt? Okay, da wären noch andere Karten gewesen, aber der hat's gerade gerissen. Ich habe nur Mana nachgezogen. Ich hatte noch Mana auf der Hand. Hättest du mir nicht einfach deinen Mana geben können? Wenn es gehen würde, könnten wir darüber reden, so als Freundschaftsakt. Aber es ging leider nicht. Es ging leider nicht. Und ja, man mag sich streiten, ob das jetzt ein faires Deck war. Aber ich denke eigentlich schon, weil das Spiel an sich ging schon knapp aus. Ja. Eine Runde mehr und du jetzt gewonnen. Also. Ja, komm, hätte ich Mana nachgezogen, hättest du meinen Pelagawurm und meinen Belagerungswurm ins Gesicht gekriegt. Also. Ja, siehste. Also, war schon irgendwo fair. Ja. Okay, das war eine etwas kürzere Runde, aber das macht nichts. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.